Ja, ich bin Kerstin und ich wohne seit einem guten Dreivierteljahr hier in Teschow auf diesem wunderschönen Hof. Und das war mein erstes Hoffest, was ich mitgemacht habe. Sehr schön. Und du hast dieses Hoffest ja aus zwei Perspektiven sozusagen erlebt, nämlich einmal ja als ganz normale Teilnehmende und einmal eben aus der Perspektive der Bewohnerin. Vielleicht fangen wir damit mal an. Wie war das für dich? Also als Teilnehmende fand ich es toll. So. Es war eine super Organisation, es war eine ganz schöne Stimmung, ganz viele wunderbare Menschen waren da. Ich konnte nur nicht wieder wegfahren. Ich bin dann hier geblieben, weil ich hier ja lebe. Und ich bin ja hierher gezogen, weil ich die Stille sehr liebe und die Natur. Und das war jetzt völlig anders gewesen mit dem, was da so war, habe ich auch gar nicht gerechnet. Also das war schon auch eine Herausforderung, dann hier zu sein, zwar in der Wohnung, aber trotzdem ohne richtige Abgrenzung. Ne, also die Ohren, die machen keine Pause. Die hören ja immer alles mit. War das auch Ne? tagsüber so? Tagsüber kann ich das gar nicht so sagen, weil ich ja tagsüber gar nicht da war. Ich habe da gearbeitet. Aber dann abends, wenn ich kam, so ab 6 war ich ja dann hier, so um 18 Uhr. Da war das schon auch ein bisschen anstrengend für mich, weil ich eigentlich, wenn ich von der Arbeit komme, ich habe mit vielen Menschen zu tun, so dann habe ich immer gerne erstmal Pause von Menschen. Das ging dann nicht. Naja, dann habe ich gedacht, okay, wir feiern mal die Feste, wie sie fallen, springen rein, aber ich habe gemerkt, dass mich das sehr angestrengt hat schon. Ja, So, ja. Aha, okay. Dann bist du natürlich trotzdem noch mal reingesprungen, also gerade auch am Samstag, als das so das Hauptfest sozusagen war. Ja, das war auch sehr schön gewesen. Also ich habe es auch genossen, ne? Ja. So, ich habe das auch sehr genossen und habe das dann aber so, es zog sich dann so durch und jetzt heute merke ich es halt ganz besonders, dass ich einfach ein bisschen fertig bin. Du hast weniger Schlaf gekriegt als sonst. Ja, sehr, sehr viel weniger Schlaf als sonst, weil doch nachts noch eine Menge los war irgendwie. Was ich auch für die jungen Leute war das toll. Also denen habe ich das auch so ganz von Herzen gegönnt. Die konnten endlich mal wieder feiern und so richtig abtanzen und einfach Spaß haben. Aber ich konnte dem nicht ausweichen. Und das war schon anstrengend für mich. Ja. Ja, du hast ja praktisch an deinem Fenster auch so fast Blickkontakt Naja, ich habe zur die. Bühne. Ich habe die Bühne direkt so ins Fenster reingeschaltet gekriegt. Genau, ja. Und auch das Licht, das kann man ja aussperren, da kann man ja was davor hängen. Aber Ja. diese Musik und vor allen Dingen die Bässe, Ja. selbst wenn sie runtergeregelt sind oder die Musik leiser ist, die Bässe gehen einfach durch. Gerade durch ein altes Haus gehen sie Ja. durch, weil hier viel Holz ist, viel schwingende Masse. Und das, selbst wenn man es nicht wirklich wahrnimmt, so ganz bewusst, es ist trotzdem spürbar. Und wenn ich dann nachts doch wach geworden bin, dann habe ich das gemerkt, dass das Herz einen anderen Takt hatte und ich irgendwie wie durchgeschüttelt war, wie auf einer Rüttelplatte quasi geschlafen habe. Ja. So, Okay. Was würdest du dir denn dann wünschen, wenn wir nächstes Jahr wieder so ein Fest hier haben? Ah, da würde ich mir wünschen, dass spätestens halb 2 Schluss ist. Okay. Das war jetzt ja nicht so. Das ging ja, ich habe keine Ahnung, wie lang, aber auf jeden Fall länger, ne? Es ging sehr viel länger und es war uns so angekündigt worden. Also ich kannte es ja nur vom Hören sagen. Ja. Und da hat Ulrike gesagt, ja, wir feiern dann, aber wir achten darauf, dass dann spätestens halb 2 Feierabend ist, auch wegen der Nachbarn. Und das wäre für mich auch in Ordnung gewesen. So. Aber es ging dann ja doch ein bisschen länger, so 5, halb 6 Oh. in den Morgenstunden. Und das Und du war musstest am Samstag und Sonntag arbeiten, ne? genau. Es war dann doch wenig Schlaf und irgendwie auch kein guter Schlaf, der Schlaf, der dann da war. So, ne? Okay. Ja, dann wünschen wir uns fürs nächste Jahr, dass es wirklich pünktlich aufhört. Ja, genau, dass irgendwie es anders gehandhabt wird oder ich habe keine Ahnung, dass man die Musik, ich weiß nicht, ob man die so weit runterregeln kann oder dass sie alle mit Kopfhörern Musik hören. Es gibt ja so Silent Discos, dass man Kopfhörer aufsetzt. Und dann Ja, kann man ja so laut stellen, wie man will, genau. ne? Ja, vielleicht kann man die Idee ja Ja. weitergeben. Alles klar. Ja, gut. Ich danke dir. Ja, sehr gerne. Danke dir.